Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8:31 Uhr, der 1. April 2021, und wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Wir haben kein Gap, wir sind im Niveau von All-Time-Highs. Das heißt, ich habe hier die Big Number als klassische Magic Big Number, nämlich die 15.000er. Die wurde ohne mich überwunden. Ich hatte gestern frei. Ich werde hier die Pending Box platzieren, werden schauen, ob wir hier noch kleine Boxen gestern hatten. Spätabends eine 13er, dann eine 17er, eine 15er. Das Spiel kennen wir auf Richtung All-Time-High, dass die Märkte recht ruhig verlaufen. So, das heißt, hier wird heute die Big Number erstmal favorisiert. Wir haben die Vola-Boxen. Auch hier sehen wir, da gehe ich mal auf den 5-Minuten-Chart, gestern bei der Eröffnung rein, dann raus, dann rein, raus, rein, raus. Also gute Bewegung eigentlich. Wir gucken mal die Trading Range. Was war gestern vom Maximum bis runter? Unter. Da waren wir. So. Okay, Indikator, zack. 90. Also, das sah spektakulär aus. Also nur 90. Das ist recht dünn für den DAX. Aber wie gesagt, die Luft wird dort oben auch ein wenig dünner. Ja, das so zu diesem Markt. Gehen wir auf Bitcoin und starten mit den Tagesbewegungen. Bitcoin gestern wieder bei 60 gewesen, 60.000, jetzt wieder bei 58.900. Öl haben wir uns schon eben angeschaut, aber können wir auch noch mal einen Blick drauf werfen, ist eher weiterhin Short Öl. Technologiebörse Nasdaq ist gestern, ja, läuft eigentlich seitwärts, wenn man ist. Wir hatten hier das Long Setup, jetzt kommt hier noch mal eine blaue Kerze rein, aber ist eigentlich recht neutral zu betrachten jetzt. So, das ist der S&P 500. Da sind wir All-Time Highs. Ist wieder hier in Richtung. Zumindest, wir sehen da oben die Spitze. Auf Wochenbasis sieht die Kerze auch sehr bullisch aus, wenn sich da nichts ändert. Okay, dann gehen wir hier mal weiter und gehen dann auf, da haben wir Silber. Wir wollten jetzt einmal Gold nochmal uns anschauen. Da haben wir Gold, 1713. Also weiter Richtung Süden hat sich hier eine Bodenbildung bei 1680. Und wenn wir uns das Level mal anschauen, wir hatten das ja schon mehrmals, wenn wir uns die Fibonacci-Zahlen nehmen, dann ist das genau das 61,8 Retracement auf Fibonacci-Basis. Das heißt, hier sollte der Markt drehen. Ja, ansonsten werden wir weitere Tiefstände sehen. Und das wäre dann 76, 15, 94 oder sogar die alten Tiefstände. Also 61,8 Retracement bedeutet nichts anderes, als dass das hier die Entscheidung zwischen Long und Short ist, darunter Short, und jetzt muss und sollte der Markt drehen. Wenn wir ein Long Setup bekommen in Gold, werde ich dieses auch traden, weil es ist eine gute Möglichkeit, eine gute Wette dann sein könnte. Aber nur, wenn unsere Indikatoren da mitspielen. Gut, dann bereiten wir uns vor, 8:35 Uhr, und ich gebe jetzt mal das Wort an Maurice. 9:41 Uhr, jetzt die Vola-Box. Also auf dem linken Bildrand 41 die Vola-Box zu 26. 41 zu 26, das könnte der erste Trade dann werden. Und noch ein, zwei Punkte fehlt. Und die Order ist aktiviert. Sind im ersten Trade long in der Vola-Box. Erster Trade long. Und auch für die Damen und Herren mit der Hedge-Auflösung. Und wir sind raus. Erster Trade.
Und somit verabschiede ich mich bei den YouTubern. Das war der Eröffnungstrade. Kurz und schmerzlos. Ich wünsche allen YouTubern erstmal ein schönes Osterfest und wir hören uns dann nächste Woche Dienstag wieder. Also schöne Ostertage.